Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Wache. Ja, wir gehen da jetzt hin. Ich bin gespannt und Max ist auch gespannt, ob ein Fisch drin ist. Gestern haben wir es noch ein bisschen verbessert. Und ja. Also hier sehen wir nochmal meins. Hier habe ich jetzt noch so einen Stock verbessert. Und hier ist auch noch ein Stock. Und bei Maxi hat jetzt hier noch so einen Felsen gemacht. Und hier noch drei Stöcker. Ja. Es ist jetzt morgens. Wir sind am Bach. Gucken, ob ein Fisch im Netz ist. Maxi schon da. Ich bin hier. Ja, heute waren noch keine Fische im Netz. Leider. So, es ist jetzt Abend. Ich gucke jetzt bei meinem Köder und Maxi bei seinem Köder. Ja, ich glaube, es ist noch kein Fisch angebissen, weil die meisten ja nachts tätig sind. Ja. Es sind nur Blätter und Tannenzweige und das Brot ist auch noch drin. Sind da hier auch noch Blätter drin? Ja. Machst du das raus? Ja. Ah, nein, ich hab das Brot rausgetan. Wie schwimmt das denn? Dann warte ich gleich. Nee, Schatz, kein Fisch. Kein Schatz. Guck mal, was hier los ist. Ja, auch aber hier riecht es voll nach Fisch. Ja, ich glaube, die sind da hingeschwommen. So, von da nach da. Sind rein, haben sich das Brot geschnappt und sind dann wieder raus. Aber wir müssen irgendwie, dass da nur so ein schmaler Eingang ist. Und wenn dann irgendwas daher schwimmt, dass das runterklappt. Was kriege ich nicht hin. Wir mussten das Experiment leider abbrechen. Und wir hatten auch keine Fische gefangen. Es war eigentlich Zeitverschwendung. Aber wir haben jetzt das Experiment gemacht. Und das Fazit ist, wenn man irgendwie Dreck oder Blätter oder sowas sammeln will, kann man es machen. Aber wenn man Fische sammeln will, sollte man es lieber sein. Wenn man so einen Staudamm baut, weil da beißen eher weniger Fische rein.